Ja, meine Lieben, so schnell vergeht wieder Woche und heute sind wir wieder hier beim Kommentare kommentieren, wobei ich mir überlegt habe, wir benennen es jetzt um. Wir nennen es einfach eure Fragen, weil im Endeffekt werden wir heute einfach nur eure wichtigsten Fragen beantworten. Und heute sind wir schon bei Teil 4. Jetzt bei Mach's dir selbst. Philharmonic 87. Hallo, danke für die Videos. Bin totaler Anfänger. Wo kann ich nachträglich sehen, welche Audio-Hardware-Einstellungen ich aktiv habe? Ja, du brauchst überhaupt nicht rumklicken. Du kannst oben in der Mitte beim Transportmodul, siehst du hier diese Zahl, da steht jetzt bei mir 4824. Und das heißt im Endeffekt, dieses Projekt läuft mit 48 kHz und 24-Bit-Tiefe. Hannes Kröger, endlich mal was gut Nachvollziehbares in Deutsch. Bitte mehr davon. Ich habe noch Fragen, wo ich nicht mal die Fragen stellen kann. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich noch auf die Frage komme. Zum Beispiel das Zusammenspiel mit AKI MPK Mini 2 mit Cakewalk. Es ist ein Video in Planung, dass man mit Cakewalk und MIDI einfach dann nochmal mehr in die Details gehen, was man mit MIDI alles so machen kann. Und ist für mich auch ein wichtiges Feedback, weil dann werde ich das auch mal behandeln, weil du möchtest ja bei diesen AKI, wie das sagt, das ist ja so Hybrid mit hat Regler und hat aber auch noch eine Klaviatur. Und ich denke mal, du möchtest ja auch beides nutzen und das wird so mit Bedienfelder einrichten bei Cakewalk und so. Ist jetzt nichts, was ich jetzt auf ein paar Sekunden erklären kann. Aber da kommt ein Video. Darkbats hat mich sehr amüsiert. Naja, Boomer ist etwas weit hergeholt, stimmt. Aber so ein bisschen vielleicht. Danke für deine Erklärung über die Kassette. Aber schade, heute nur einen langweiligen Boomer-Pulli an. Und wie findest du den da? Den habe jetzt meine Mama selber gestrickt. Jetzt ging er zwar schon langsam aus. Ja, sechster ist ein bisschen franzig. Ja. Der ist tatsächlich auch ein bisschen Boomer. Ich glaube, der wurde sogar vor 1968 gestrickt. Also. Meine Mutter hat er gern gestrickt. Also von dem her, hier trifft es das Boomer, ja? So, ich lauf dann mal lieber weg. Weiter so, schöner Kanal. Heinrich Firefox. Schön, dass jemand den ganzen Apparat in kleinen Häppchen und auf Deutsch erklärt. Vielleicht in einem der kommenden Videos ein Tipp, wie man zum Beispiel mit der Kickdrum den Kompressor auf den Synthipad steuert. Also, erst einmal Chapeau für diesen Username. Also, Heinrich Firefox. Das ist, also das hat mich furchtbar amüsiert, nur so nebenbei. Oder mit einem Audiokommentar die Hintergrundmusik absenkt, also ein Autoduck. Ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt, wir haben jetzt da noch ein Video über den Export und dann haben wir die Anfängerserie fertig und dann kommen wir zu den Runaways. Okay, das war jetzt tatsächlich Boomer, also zu den Fortgeschrittenen. Ja, und auch hier wieder wichtig, da ist mir euer Feedback ganz wichtig, weil dann weiß ich auch, wie man das Ganze angeht, das Video oder die Videos, welche Inhalte wir darin behandeln. Ja, und was du jetzt da meinst, das ist das Sidechaining und das habe ich ja schon hier in dem Video mal kurz angeschnitten mit einem Beispiel, wie das funktioniert. Aber auch hier, das ist wieder fortgeschrittenen Stuff und da werden wir natürlich dann drauf eingehen. Aber in einem späteren Kommentar hast du auch nochmal geschrieben, danke dafür, dass du mir die Klinke aus dem Hirn genommen hast. Ach, wieder keine Umschreibung. Ich habe es immer mit dem Kompressor im grundbestückten Pro Channel oder mit dem Sonidus versucht, mit der Free-Version, dass es noch andere Kompressoren gibt, die eine Sidechain-Funktion haben und die man stattdessen in die FX einfügt, hatte ich schlichtweg nicht auf den Schirm. Jetzt nutze ich den TDR Nova oder den Supercharger, der ist von Native Instruments, wenn ich mich nicht täusche. Beide kostenlos. Ja, boah, manchmal muss man echt einfach nur dran denken. Ja, mein Leben so, in a nutshell. Nee. Es gibt einfach bei Cakewalk so viele Möglichkeiten, wie ich was machen kann. Und ja, freut mich umso mehr, wenn ich dich da in die richtige Richtung lenken konnte und du das dann selber lösen konntest. Aber wie gesagt, in fortgeschrittenen Videos werden wir natürlich Sidechaining behandeln. Marmeladenbrotschlemmer schreibt, unsere Band hat sich tatsächlich nach dem ersten Album getrennt. Passiert. Sorry. Ja, und apropos sorry, André Steinbach schreibt,
Haha, kein Autosave, kein Mitleid. Es ist ja in dem Video hier, da geht es ja um Autosave. Ist standardmäßig bei Cakewalk nicht aktiviert. Für euch alle nochmal Autosave aktivieren. Upper Austrian Gamers, live ans Video. Danke, ich habe ein Interface, ist nix. Nimm mein Behringer Mischpult mit 8 Kanäle. Funktioniert auch ganz gut. Weiß nicht, warum manche Leute immer sagen, dass man sie lieber was teures und gescheites kaufen soll. Liebe Grüße aus Oberösterreich. Ja, erst einmal liebe Grüße zurück nach Oberösterreich. Oberösterreich, ich finde ja diesen Dialekt unglaublich charmant. Ich bin ja gebürtig aus Simbach am Inn, bin also an der österreichischen Grenze aufgewachsen und von dem her der oberösterreichische Akzent, finde ich was ganz Sympathisches. Also auch hier liebe Grüße zurück und natürlich zu deiner Frage, beziehungsweise zu deiner Aussage mal eher so, wie ich es ja schon öfter gesagt habe, es muss nicht teuer sein, damit es gute Hardware ist. Und wenn ihr selber noch keins habt oder euch überlegt, dass ihr da euch eins zulegt, auch hier günstiges, sehr, sehr gutes Hardware-Starter-Set. Lea Platzer, hallo Andi, ich hätte eine ziemlich grundlegende Frage. Wenn ich eine MIDI-Spur erstelle und etwas mit meinem E-Piano aufnehme, passt soweit alles. Allerdings fehlen mir diese vertikalen Hilfslinien, habe alles an Rasterfunktionen durchprobiert, aber komme selbst nicht dahinter. Kannst du mir da weiterhelfen? Ja, klar, kann ich dir da weiterhelfen. Und zwar ist es im Endeffekt, wie man es natürlich weiß, ganz einfach. Wenn du in der Spuransicht bist, dann gehst du oben auf Anzeige, Anzeigen, vertikale Hilfslinien. Bist du zum Beispiel in der Pianorollenansicht, dann gehst du auch oben auf Anzeige, senkrechte Hilfslinien anzeigen. Ja, und übrigens, Lea, Grüße gehen natürlich nach Regensburg. Regensburg ist für mich gar nicht mehr so weit weg. Wir sind hier so über die B15N, bin in 20 Minuten Oman. Also, ja, Regensburg oder Windrachen sagt man schon was. Michael Gmoser, hab bis jetzt mit Ableton gearbeitet, aber Cakewalk ist echt spitze. Das ist schon die Pro-Version. Frage, gibt es CV und Gate auch? MFG. CV-Tools wie bei Ableton gibt es jetzt bei Cakewalk nicht, damit wo man so analoge Synthes und Sequencer steuern kann. Im Endeffekt ist es aber auch nur MIDI, das heißt, du könntest es dann zumindest, es ist theoretisch möglich, aber so wie ich das sehe, nicht so einfach wie in Ableton. Aber es ist ja schon auch sehr spezielle Nische, so mit Synthes steuern und so. Und ein Gate gibt es natürlich bei Cakewalk. Nennt sich tatsächlich auch Gate und es ist Sonidas Gate. Ja, und der Michael schreibt auch noch, vielen Dank, richtig gut, deppensicher, Bussi A. Ja, wie gesagt, freut mich immer, wenn ich euch das gut vermitteln kann und natürlich Bussi aufs Bauchibärli zurück, speziell an dich, Michael. Ja. Bayernkult schreibt, hey Andi, mach doch mal wieder einen Einhornwitz. Würde ich tatsächlich gerne machen, aber mir fällt keiner ein. Also ich habe jetzt einmal im Internet noch geschaut, es gibt keinen. Vielleicht wisst ihr ja noch einen. Aber bis dahin wird es halt mit den Einhörnern dabei ein bisschen stark. MS schreibt, Salibur. Sali, kommst du aus? Ich denke mal, du kommst aus der Bodensee-Richtung, wenn ich das so richtig deute. Weil ich habe mich damals gefragt, warum das mir alle Sali nennt. Bis ich dann drauf gekommen bin, oh Gott, das ist eine Begrüßung. Salibur, merci für das Video, für das Automation Ride Problem. Habe ich diesmal vielleicht sogar einen Tipp, habe ich letztens zufällig gesehen, als ich nach Tastenkürzel gesucht habe. Mit F12 clearst du Automation Ride auf allen Tracks auf einmal. Habe ich echt nicht gewusst und ich habe es schon ausprobiert, das funktioniert tatsächlich. Vielen Dank für den Tipp, ist ja nur super, wenn ich auch noch was dabei lerne. Wenn ihr übrigens irgendwelche Tipps habt, dann schreibt sie in die Kommentare oder schreibt es mal an meine E-Mail. Ja, und Lea schreibt nochmal, habe provisorisch mit MIDI-to-USB-Kabel für mein E-Piano und meinem USB-Mikrofon gestartet und mit Cakewalk rumprobiert. Bin schnell unzufrieden geworden, habe mir jetzt auch deine empfohlenen Produkte geholt. Danke, dass du andere von deiner Erfahrung profitieren lässt. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich bin ja schon immer gern ein Erklärbär gewesen und bring Leuten gern was bei und freut mich natürlich umso mehr, wenn ich euch da weiterhelfen kann, ob es jetzt Cakewalk ist oder Hardware und wir werden auch dann noch
die ganzen DistroKid-Videos in neuen Versionen werde ich dann auch wieder machen und dann hier auf diesem Kanal veröffentlichen, dass wir so ein Rundum-Paket haben, was Musikproduktion und dann natürlich auch die Veröffentlichung betrifft. Und wenn ihr auch die Schnauze voll habt von eurer beschissenen Hardware, habe ich hier noch ein Video für euch für ein sehr, 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 sehr gutes Hardware-Starter-Set. Darunter gibt es wieder ein Video von unserer Band zum Chillen. Und bis dahin sage ich Bussi aufs Bauchi-Bärli und Servus. Dieses Set mit Autofokus. Ach ja, und Hilmer, nur für dich, Einhorn-Arsch.